Hallo und willkommen zurück zu Crusader Kings 2. Ich nehme jetzt die zweite Folge in Reihe auf und ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich die Geschwindigkeit erhöhen werde. Das habe ich jetzt gemacht, denn ich will jetzt, dass wir in Connector endlich mal vorankommen hier. Und wir müssen auch mal schauen, dass wir hier vielleicht die beiden Leute loswerden. Wir können die jetzt nicht wirklich hinrichten. Das geht, glaube ich, nicht. Genau, hier minus 10 auf Vasallen. Zufriedenheit. Das wäre jetzt Yunmunok. Und das wäre eben, ja, das ist bei beiden gleich. Das bringt nichts. Okay, Drohungen werden eher schwächer als stärker. Die bräuchte einen Vormund. Das ist unsere Tochter. Das ist gut, dass wir so viele haben. Die können wir dann alle verheiraten, aber ein Sohn wäre nicht schlecht. Aber wir haben ja einen Enkel, der unser Erbe sein wird. Guck mal, wir sind auch schon 50. Also sie sei mal ausgebildet von ihr. Ja, von mir aus passt alles. Wir können da bei der Gelegenheit aber auch mal ganz kurz hier reinschauen, ob wir besseres Personal haben. Marshall. Nö, da findet sich nirgendwo was. Niedrigeren Ämter hier, es passt alles. Alles klar, Religion. Bischof Gronf, der uns ja überhaupt nicht. Na doch, der mag uns schon. Moment mal eben. Nicht mag. Nicht mit. Na, also, es mag uns nicht, so vielmehr. Der Gronf Gwindelwick, der mag uns. Hey, Moment, der mag uns aber schon. Moment. Er ist der hier, sein Nachfolger ist er hier, Goren. Möchte gerne heiraten. Das ist aber als Katholik nicht möglich. Naja, okay. Weiter geht's. Also ich denke mal hier die Schlacht um Kabia, die ist schon verloren. Die war schon verloren, als der Verbündete hier, der Verbündete von Kabia hier in den Krieg eingetreten ist. Da hat sich das hier komplett erledigt. Man hatte der da über 12.000 Mann. Das war dann für uns nicht mehr zu stemmen. Ja, deswegen ist die Schlacht hier unten verloren. Tutuolon de Rouen hat sich die Krankheit Typhoides Fieber zugezogen. Oh nein. Tutuolon, unser Onkel, der lebt immer noch. Das ist unglaublich. Wie oft haben wir das Gesicht hier schon gesehen? Mit seinem Sohn hier. Moment mal. Der ist hier bei der Revolte dabei. Das können wir uns mal eben anschauen. Das gehört dazu und das gehört eigentlich. Ja, wozu gehört denn das? Das gehört nicht zu Desmond, oder doch? Das gehört nicht zu Desmond. Wer hat denn hier den Anspruch auf? Ne, ihn wollte ich nicht. Wer hat hier den Anspruch auf das? Schauen wir mal in die Geschichte. Da war es gewesen. Aus Bedrafjord. Ja, toll, das bringt mir jetzt gerade nicht viel. Anspruchsteller, bitte, bitte, Papst, nee, da. Wieso kriege ich den jetzt gerade nicht? Na, ist auch egal. Ist jetzt egal. Interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Okay, ja. Wir müssen hier immer auch einen Blick drauf werfen, ob wir hier zufälligerweise noch, oh, was haben wir hier? Gefährliche Fraktion, Unabhängigkeit, 83% schon. Oh. Hier, er soll das doch bitte mal sein lassen. Kann ich nicht sagen, dass er das unterlassen soll. Nicht-Angriffspakt kann ich mit ihm verhandeln. Das können wir mal machen. Er hier, unser Verwandter.
Ja, super, da willigt schon mal in unseren Nichtangriffspakt ein. 83%, das ist nicht ungefährlich. 1300 Männer hat er, es wird weniger. 82,9. Ach, und hat sich erledigt. Sehr gut. Hat sich erledigt hier. So, jetzt haben wir ihn noch, unseren Onkel. Dem können wir vielleicht noch irgendwie was geben. Geschenk vielleicht. Ah, 19, nee, ist zu viel in dem Fall. Das soll erstmal noch so bleiben. So, Connector dürfte mal zu uns kommen. Oh mein. Der zweite Aragoner Heilige Krieg um Gabia ist vorüber. König Peramon verlor. Selbstverständlich haben wir da verloren. Oder Peramon hat verloren. Er ist bereits verheiratet. Und naja. Das Kontaktnetzwerk von Schiskia auf Konarak, von Konarak, eurem jüdischen Kanzler im Ausland, hat eurem Reich viele Vorteile gebracht. Irgendwie gelingt es immer, an aktuelle Informationen über über neue Sitten und diplomatische Entwicklung zu gelangen. Na, ich kann immer nicht lesen. Ausgezeichnete Arbeit. Jo, wir erlangen 50 Kulturtechnologiepunkte. Das ist doch mal sehr schön. Vielleicht können wir da auch direkt mal ein bisschen Forschung betreiben. Na, können wir nicht. Aber mit dem ganzen Geld, das wir haben, können wir eventuell ein weiteres Besitztum hier bauen. Ah, noch nicht ganz, aber das würde ich gerne mal machen. Eine Stadt bauen. Einfach, weil ich es kann. Mal sehen. Wäre doch nicht schlecht. Da kann man nämlich das Vermögen noch so ein bisschen ausbauen. Hier, da haben wir keinen Einfluss direkt drauf. Rorek hatten wir gerade angeklickt. Der baut bereits eine neue Burg. Okay. Dann haben wir hier die Fett. So, das hier kostet überall gleich viel. Und hier. Okay. Na gut. Desmond. Ist ein bisschen günstiger. Auch die Einnahmen nicht so hoch. Ja, oder? Nee, das ist nicht besonders. Moment, das sind jetzt hier die Einnahmen. 69, na, es geht. Geht so einigermaßen. Okay. So. Meine Gemütsschwankungen und meine Wutanfälle werden schlimmer. Ich schlafe zu wenig und mache mir andauernd Sorgen. Was werden wir? Wir sind gestresst. Oh nein. Nicht, dass ich da schon mal so die ersten Vorboten für lange Krankheiten und dann irgendwann mal tot zeigen. Das wäre ja mal gar nicht gut. Also noch sind wir nicht am Ziel. Wir wollen hier erstmal noch Connector haben. Denn wenn er wieder stirbt, dann heißt es wieder, dass ein komplett neuer Rat eingesetzt werden muss. Und das ist unglaublich nervig. So, eine Nachricht über ein Bündnis. An den heldenhaften König Morgan II., eure Weisheit und Gnade sind legendär. Wir sollten unsere Beziehung noch weiter stärken, indem wir ein echtes Bündnis bilden. Peramon von Galizien. Ach, Roman, der hat geerbt. Galizien ist das hier. Klar, das akzeptieren wir. Gegen Emir Umar den Säufer. Gucken wir mal. Er hat hier 3000 und ein paar kaputte. Der hat hier 5000 und ein paar kaputte. Warum verliert denn der Schlachten? Er hat keine Verbündeten auf seiner Seite. Er hat hier Kastilien dabei und jetzt auch uns. Na gut, denn wollen wir dem mal zur Seite stehen? Ziehen wir wieder unsere persönlichen Truppen hier rüber und schauen uns das mal an. Kostet wieder unglaublich viel Geld. Und gleich kommen wir da an.
So, die Truppen sind auf dem Weg. Das Schiff kehrt zurück und wird dahin gestampft. So, die sind da. Kommen die mit zur Unterstützung? Beteiligen sich an der Schlacht. Vielleicht können wir da noch ein paar Leute verhauen. Können wir. Wir nehmen an der Schlacht noch teil und haben gesiegt. Sehr gut. Und wir belagern jetzt das, was die Muselmanen hier erobert haben. So, unser Schiff hier können wir, unsere Flotte können wir erstmal einstampfen. Ja, die wird aufgelöst. Minus von 8 wird erstmal... Es ging ganz schnell, dass wir so viel Geld verloren haben. 16 Taler hier. So, wir sind hier und belagern nach wie vor. Ja. Das passt. Das sieht schon recht viel besser aus. So, worum geht's hier eigentlich? Krieg um Portugal. Portugal, ja, das ist okay. Das können wir hier doch gleich wieder zurückerobern. Meine geliebte Frau Ida ist ständig gelangweilt und spricht ununterbrochen über diese neue Mode, von der sie gehört hat. Jetzt möchte sie, dass ich sie am Hof einführe. Mein Geld ist euer Geld, Liebling. Da werden wir wohltätig und... Kirchenmeinung plus 5, Diplomatie plus 3, Meinung durch gleiche Merkmale plus 5. Eitelkeit ist eine Sünde, lass uns stattdessen in die Kirche gehen. Gefällt mir nicht so, ihr redet hier von meinem Geld. Nein, nein. Soll sie mal machen. Da sind die Vorteile doch gar nicht mal so schlecht. Ah, jetzt endlich können wir den Anspruch durchsetzen in Connector. Und das machen wir auf jeden Fall. Dummerweise sind wir gerade wieder im Krieg. Das war ja auch total klar, dass das passieren würde. Aber das sind doch schon mal gute Anzeichen jetzt. Ich gehe mal kurz auf Pause. Und jetzt ist hier tatsächlich auch wieder Schottland unterwegs. Dann wollen die sicherlich noch Sildara haben. Connector haben wir gleich, dann bräuchten wir Sildara selbst. Er hat sicherlich auch ein paar Pakte, 15 sogar an der Zahl. Oha. Wobei, das sind alles nicht Angriffspakte und keine Bündnisse. Den schicken wir mal eben zur Fingierung, zum Fingieren von Ansprüchen auf Sildara. Connector sei dann unsere Grafschaft, die holen wir uns. Ganz klar. So, jetzt kommen hier noch Verbündete hinzu. Das haben wir gleich erobert. Also gleich belagert. Und wir machen weiterhin minus 1. Das ist ein bisschen merkwürdig gerade. Okay. Müssen wir noch weiter belagern? Müssen wir nicht. Dann nehmen wir an der Schlacht noch teil. Dann ziehen wir uns doch zurück, denke ich. König Morgan der Keusche ist im Ruf zu den Waffen von König Perol II. Von Galizien gegen Sultan Badr dem Eisernen gefolgt. Aufgrund des Bündnisses hatten wir keine Wahl. Aha. Wir nehmen auf jeden Fall mal an dieser Schlacht hier noch teil. Sieg. Sehr gut. So, dann müssen wir jetzt hier unsere Flotte mal wiederholen. Ah, nicht die Flotten der Vasallen. Entschuldigt bitte. So, sondern die eigenen Flotten. Meine Lehnsflotten. So, hinten sind da keine, genau. Ja, fahre da mal hin. So, jetzt hat er also offenbar noch Krieg hier vorne ausgerufen. Das kann er gerne machen, aber jetzt bei derart großen Eroberungszügen, da sind wir nicht dabei. Darauf habe ich keine Lust. Was ist denn jetzt das Problem? Können wir hier jetzt nicht draufziehen? Kann ich die da jetzt nicht hinziehen? Hier, bitte drauf. Na, geht doch. Komisch.
So, Graf Mormag von Domnonia hat Grafschaft Domnonia und andere Titel von Graf Ion Monarch von Domnonia geerbt. Ach, endlich ist er weg. Sehr gut. So, dann schauen wir uns doch mal eben mal kurz an. Na, guck mal, der ist nicht mehr da. So, da haben wir nämlich jetzt Domnonia. Das ist doch auch dieser kleine Junge. Moment, Domnonia ist das hier. Und er hat doch sicherlich einen Regenten. Nämlich sie hier. Also er mag uns schon mal durch sie oder was? Ja, also sie mag uns auf jeden Fall. Oh, guck mal, sie können wir noch verheiraten. Wen kann man denn da nehmen? Haben wir da jemanden? Leider nicht. Tja. Aber nicht schlecht. Da haben wir direkt ein paar Truppen, die wir da bekommen. Naja, haben wir nicht. Doch hier von den Vasallen. Da gehört er dann dazu. Bräfne mag uns nicht mehr so. Das finde ich nicht gut. Ah, guck mal an. Da hat er nämlich gerade geerbt. Der ist hier gerade der Erbe geworden. Okay, das ist gerade eben passiert. Er hier, unser Cousin. Aha. Er ist ein Norweger. Befindet sich in Bräfne. Dem müssen wir mal unbedingt. Er hat ein Kind, oder? Nee, er hat kein Kind. Den müssen wir verheiraten. Ja, er selbst soll heiraten, natürlich. Und wen haben wir da? Neulenna. Ein Höfling hier bei uns. Ja, guck mal, die mag uns. Die hat da vielleicht einen Einfluss. Machen wir das mal. So, und wir haben hier einen niederen Titel zu vergeben. Jägermeister, ne? Das könnte doch er auch übernehmen. Dieser junge Bursche. Wir schauen mal eben hier ins Militär. Wo haben wir denn da starke Armeen, wo zu wenig Truppen für uns über sind? Benoit de Roi. Matthias Hubold-Dinger könnte uns noch ein paar schicken. Na komm, Matthias soll es machen, glaube ich. De Roi. 1056 in Bref, ne? Ja, das ist auch nicht schlecht. Schnappen wir uns den mal. Wenn ich den jetzt gerade mal finde, das ist. Der taucht hier gar nicht auf. Den sehe ich nicht. Warum kann ich den nicht wählen? Ich guck noch mal. Der ist da nicht bei. Na gut. Ah, guck mal hier, die mögen uns alle. Das ist nicht schlecht. Da können wir dann Matthias mal nehmen. Der hatte was von 50. Der ist aber auch nicht dabei. Das fällt mir jetzt gerade nicht so ganz einleuchten. Nimm mal Benoit. Von Ossuri, der wollte sich absetzen. Das ist unser Verwandter. Möchte gerne Kanzler werden. Na, dafür ist er aber ein bisschen zu schlecht. Er ist nicht verkehrt hier als Diplomat, aber wir wählen Benoit. Nehmen wir mal Benoit. So, jetzt haben wir gleich unsere Truppen wieder in Bresse. Und dann werden wir den Krieg erklären. Ah, nicht einschiffen. Ich wollte ja nicht alle auflösen. So. Genauso wollte ich es machen. Und jetzt möchte ich Armee von Bürgermeister Ferrand, von Desmond. Warum hat der hier seine eigenen Truppen ausgehoben? Wir erklären hier ihm den Krieg. Wir beanspruchen Connector für uns selbst. Zack, geschickt. Heben unsere eigenen Truppen aus. Unsere persönlichen Wehrpflichtigen und die Vasallenwehrpflichtigen. Und die Vasallenwehrpflichtigen, die ziehen wir hier in Desmond zusammen. Die kommen hier ebenfalls nach Desmond. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir unsere Truppen sammeln. Denn wir brauchen ja jetzt auch noch
Also wir kommen hier auf. Das sind 1000, 2000, 300, 2400 vielleicht. So, also jetzt, 633, ja, 2300. So, jetzt gehe ich mal auf unsere Flotten und dann gucken wir mal, wie viel, wir haben da 16. Oh ja, also so viel Vasallenflotten brauchen wir nicht, aber wir nehmen mal die hier. Da können wir die hier nämlich wieder auflösen, wobei wir können auch einfach dann hier die hier nehmen und auflösen. Wartet mal, wir brauchen. Also wenn ich die jetzt. Die löse ich jetzt auch auf. Na, Moment. Ich löse die erstmal alle auf. So, die brauchen wir nämlich jetzt gerade alle noch nicht. Hier nicht und da nicht. Und wir ziehen jetzt unsere. Nein, die brauchen wir auch noch nicht. So, habe ich jetzt gerade die Truppen. Jetzt habe ich gerade die Truppen aufgelöst, na, ganz toll. Zack, zack. So, die sollen sich jetzt erstmal hier treffen. Und dann werden wir sehen, wie viel wir da haben. Und dann werden wir. Und jetzt die Schiffe hier natürlich auch alle auflösen. Die auflösen. So, und dann gucken wir gleich mal, wie viel wir da haben. Wie viel es genau sind. Okay. Mögt ihr in Harmonie und Zufriedenheit leben? Ich akzeptiere euren Vorschlag, dass Neulenna und Graf Guitonon heiraten sollten. Sehr gut. So, also die treffen sich jetzt hier und dann rechnen wir es zusammen. Es sind schon hier 2000, ja, knapp 2600. 2400 ungefähr. Gut. So, über 2400. Sprich, wir brauchen 25 Schiffe. Okay, hier hätten wir 9 Schiffe und hier hätten wir 26. Dann nehmen wir die, schiffen die Armee ein. Was? Keine Armee anwesend, die groß genug wäre? Natürlich ist die Armee groß genug. Na toll. Dann müssen die sich hier. Kann ich das Schiff hier hinschicken? Muss dann erstmal noch dahin fahren. Jetzt kann man die einschiffen. Okay. Dann fahren die hier rüber nach Desmond. Unsere Truppen sind da bereits auf dem Weg. Connector hat 1600 Mann. Das ist nicht gerade viel. Da haben wir viel mehr. Das ist klar. Das Gute ist, wir können unsere Flotte sogar vor Ort auflösen. So, die Truppen. Ich wollte gerade sagen, die hätten die Truppen nicht mitgenommen, aber die haben sie wohl dabei. Na, da haben wir sie auch schon. Autospeichern wird durchgeführt. Gucken wir mal. 1. Januar. So, das lösen wir auf. Zack. Die schließen wir alle zusammen und mit denen marschieren wir nach Connector. Die Ritter von Calatrava. Schon wieder katholischer Kreuzzugsorden. Interessiert mich auch nicht gerade. Da wollen wir uns nicht dran beteiligen. So, und die kriegen jetzt hier ein bisschen Ärger. Ach, da haben wir sogar Verbündete, die jetzt dran teilnehmen. Sehr gut. Auch wenn der Gegner hier einen Vorteil hat, kommen wir da aber doch ganz gut klar, denke ich. 1200 Mann ziehen sich da zurück. Die fliehen hier chaotisch. Don de Rohan und Benoit de Rohan wurde beendet. Da es keine Ehebande mehr zwischen denen gibt. Also warum haben wir denn jetzt hier so viele unwichtige Nachrichten, die wir hier bekommen? Warum werden die als hohe Priorität angezeigt? Das ist ja Quatsch. Na gut, so, jetzt müssen die sich hier erstmal eben etablieren und dann haben wir 100% Durchschnittsmoral. Und jetzt geht's hier ans Belagern. Kann man ihnen hier schon Frieden anbieten? Kann man nicht. Das kostet uns ein bisschen Geld, das passt aber noch. Jetzt will er vermutlich Bräfne oder Ossori belagern, da schicken wir dann unsere Truppen hin. Können wir da loslösen.
ziehe die jetzt schon mal hier raus, vermutlich. Baronie de Granite. Wen haben wir noch? Die hier noch dazu. Mal 1400. Die noch dazu. Und, hier hätten wir... Wo kämen die her? Aus die Fett. Okay. Na toll. Das hat's ja gebracht. Jetzt habe ich hier... Genau, so. Die nehmen wir uns hier mal vor und die schicken wir nach Usori. 1900 Mann. Da will er nämlich belagern, wie man sieht. Und wir greifen ihn da an. Wollen ihn da besiegen. Und es sieht auch gut aus. Ja, es sieht sehr gut aus für uns. König Morgen, der Keusche, ist dem Ruf zu den Waffen von König, König Pero II. Von Galizien gegen Mendo von der galizischen Revolte gefolgt. Aufgrund des Bündnisses hatten wir keine Wahl. Alles klar. So, unsere Truppen da haben gesiegt. Kilkenny, Kilkenny. So, der flieht nach Leggen. Lassen wir den ruhig mal fliehen. Jetzt ist er in die Fett. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder hier oben über Galloway dann zurückkommen. Einmal so eine Runde drehen. Ja, soll er machen. Ja, Vasallenabgaben waren wieder zu lang erhoben. Das interessiert mich nicht. Nee, das interessiert mich noch nicht. Wenn die nochmal wiederkommen, greifen wir die nochmal an und dann können wir unsere Vasallentruppen auflösen. Aber erstmal muss der wiederkommen. Und dann ziehen wir nach Leggen. Ah, guck an, der will hier nach Urmumain. Ziehen wir nach Leggen. Wir vernichten die auch in Leggen. Haben wir kein Problem mit. Auf feindlichem Grund. Naja, feindlicher Grund ist es nicht wirklich, oder? Ah, wir haben auch keine Beziehungen mehr zu denen. Mag er uns inzwischen so ein bisschen. So, da haben wir gewonnen. Ziehen mit den Truppen wieder hier rüber. Und da lösen wir dann die Vasallen Truppen auf. Mein Fürst erscheint als trägt meine Arbeit in Sildera Früchte. Den Anspruch setzen wir ebenfalls durch. So, mit denen gehen wir aber erstmal nach Connector. Achso, ja, Pause raus. Und dann schließen wir die wieder zusammen und dann lösen wir die. Das haben wir gleich erstmal hier die Burg erobert. Dann können wir mal gucken, ob wir da schon Frieden anbieten können. Oder nicht. Sieg. Sehr schön. So, also jetzt bereit? Wahrscheinlich nicht. Ja. Dann müssen wir dem noch die Truppen da... Ja, die müssen wir nochmal... Dann müssen wir nochmal hinterher. Da müssen wir echt nochmal hin. Das machen wir jetzt nochmal. Ich will das in dieser Folge noch fertig kriegen. Und dann haben wir auch gleich einen Anspruch auf Sildera. Da haben wir hier nämlich 4 Grafschaften, die direkt miteinander verbunden sind. Und vor allem die 3 Herzogtümern angehören. Das ist doch nicht schlecht. So, die wandern da runter. Wir wandern dahin. Pause wieder rausnehmen. Und jetzt gehen die nach Desmond. Das ist ja mal frech. Dann muss es uns doch eigentlich bald schon möglich sein, hier den Anspruch endlich durchzusetzen und einen Frieden zu erzwingen. Durch Kapitulation. Wie viel hat der Überlebende? 346 Mann. Da werden 347 angezeigt. Connector, Frieden anbieten, nein. Ziehen wir das nochmal durch. Machen wir hier eine kleine Überlänge. Unsere Vasallen mögen uns schon wieder ein bisschen weniger, weil wir die
Wehrpflichtigen so lange verlangen, aber das muss jetzt sein. Ja, dann gibt's doch schon gefährliche Fraktionen, ist klar. Minus 8 entspricht hier. Euer rechtschaffener Kampf gegen die Heiden ist nicht unbemerkt geblieben. Zu eurer Hilfe habe ich einen päpstlichen Gesandten mit ausreichenden Geldern losgeschickt. Ave Maria, schon wieder 200 Gold vom Papst. Das ist ja echt nicht zu glauben. Weil wir hier so viel gegen die Gegner hier, gegen die muslimischen Gegner kämpfen. Nicht schlecht. So, jetzt hier den Truppen nochmal nehmen und Sildara schicken wir den. Ah, dann schicken wir den doch noch Breffne, ne? Wenn er da belagert. Wenn er jetzt in Schottland sitzt, dann interessiert uns das noch lange nicht. Sondern nach Dublin. Wir schlagen ihn da oben vor Ort. Ah, Belagerung gewonnen. Und jetzt gewinnen wir auch gleich die Schlacht. Jetzt können wir ihm doch wohl hoffentlich den Frieden anbieten. Ja, Forderungen erzwingen. Sehr gut. Und wir können hierhin zurück. Wir haben zu große. Aber wir haben Titelverlust und wir können einen Titel erschaffen. Übungsplätze in Roscommon gebaut. Dann können wir einen Titel erschaffen. Herzogtum von Connacht. Kostet uns 123 Gold. Machen wir. Jawohl. So. Ein Titel kann geschaffen werden. Königreich von Bretagne. Oh ja. 246 Gold. Und 200 Pietät. Was machen wir? Königreich der Bretagne. Zack, und schon haben sich hier die ganzen anderen Meldungen erledigt. Sehr schön. Wir sind König. Wir können unsere Truppen auflösen. Und wir gucken mal eben ins Militär. Da hat sich nicht viel geändert. Wir haben jetzt aber eine Königskrone auf. Und können Sildara beanspruchen. Das machen wir auch. Dem erklären wir den Krieg. Sildara beanspruchen. Senden wir. Und heben gleich mal wieder ein paar Männer aus, die wieder in der Heimat sind. Das machen wir nicht. Die löse ich nochmal eben wieder auf. Schauen wir uns dann in der nächsten Folge an, wie es da aussieht. Gut, dann sind wir doch jetzt mal erfolgreich gewesen. Das hat echt gut funktioniert. Und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle eine Pause. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!